Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück bei Doom 3. So, und jetzt durchschreiten wir diese Tür und werden hier vom Imp angesprungen. Meine Fresse. Die sind nicht sehr wählerisch, wenn die mich hier so anspringen. Oh, hallo. Total verirrt. Hier noch irgendeiner? Scheiße, die Batterie von meiner... Oh, hier ist er. Er führt uns hier weiter. Das ist aber nett. Okay, ich muss mal ein bisschen hinhören, damit ich hier diese dreckigen Imps wieder lokalisieren kann. Genau sowas. Er hat mich leider getroffen. Ein HP hat er mir abgezogen. Und wir sind anscheinend schon wieder angekommen. Hier hinter ist doch bestimmt irgendwas. Er will eine Rüstung, die ich nicht brauche. So, er springt mich bestimmt dahinter an. Ich wusste es. Ey, ich hab's gesagt, oder? Es ist so gut, wenn man's... Irgendwann kennt man's halt. Und trotzdem habe ich mich erschreckt. Das ist das Schlimme. Drecksack. Open Door. Natürlich Open Door. Was will man sonst? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir das letzte Mal. Wundervoll. Okay. Plasma und eine Videodatei. Download Video. Bevor wir diesen Lift hochfahren, gucken wir uns mal das Video an. Wenn es was Gutes ist. Ja. Ah, das Museum. Dieser Spezien. This facility was constructed to house and study the extra-dimensional beings, which were recovered during some of the first teleporter tests originating from Delta Level 3. While little is known about their native environment, the specimens appear to be carbon-based life forms with extremely high heat tolerances. The epidermal tissue is extremely resilient to abrasion or incision, which has complicated internal studies. Observational studies have shown incredible strength and agility, as well as the ability for some specimens to manifest and control cohesive plasma masses. The method by which these plasma masses are created is yet unknown. It is believed that the specimens possess a rudimentary intelligence and social structure, as was demonstrated during the first tragic expeditions through the portal. While the cost in human life has been great in acquiring these specimens, we hope to one day complete genomic mapping and begin to answer the many questions we have about these entities. Alles klar, also wir waren hier im Dämonenmuseum sozusagen, so stand es zumindest da, und die Viecher kamen anscheinend über Delta Lab 3 zu uns. Dort wurde wohl das erste Portal damals erschaffen und geöffnet, und da kamen die hier rüber. Und sie sind sehr viel resistenter als Menschen. Was machen wir denn jetzt? Diesen Würfel, ich glaube, den brauchen wir. Error, na klar, wir haben ja auch noch nicht. Ich glaube, den müssen wir da erstmal reinmachen. Dazu müsste man natürlich erstmal finden. Ich weiß noch, dass der Würfel eine zentrale Rolle spielt bei einem großen Gegner. Download Videodatei, na gut, dann gucken wir nochmal rein. Was haben wir denn jetzt Schönes bekommen? Soul Cube. It was discovered in 2104, located in a geographic region where UAC researchers have unearthed evidence of a long-lost civilization. We know nothing of this civilization other than they existed, and that they were all wiped out in some type of cataclysmic event, according to what we've been able to decode from stone tablets found throughout the ruins. Okay, wir brauchen das Ding, um dann die Seelen von den Gegnern hier auszusaugen. Das ist das, die Quintessenz eigentlich davon. Okay, er hat den Soul Cube in der Hölle und wir werden ihn niemals finden, meint er zu uns. Tja, und das glaube ich nicht. Hoppala. Und ducken in die Fresse, in den Sack. Oh, der hat mir einfach ins Gesicht getreten. Ja, das gibt's doch nicht. Mein PDA labert weiter. Hoppala. Komm schon, geh drauf, Alter. Verdammte Scheiße, der trifft mich aber auch ohne Ende. Alter, jetzt ist aber Frieden hier. Das gibt's doch wohl nicht. Immerzu hau ich mir selbst von Sack. Los, hau jetzt alles rein. Alter, das Gelaber von meinem PDA, das nervt ja mal. So, sind die jetzt mal endlich hier fertig, oder was? Krass.
Hat uns aber gut auf den Sack gegeben. Also wären wir jetzt nicht zurückgegangen, wären wir tot gewesen. Ja, mal die. Warte mal, Pumpe. Was? Wo denn? Krass, wo kam er jetzt her? Hier, aus der Ecke. So ein Arschloch. Imp. Du hinterfotziges Schwein, du. Okay. Storage, den haben wir nicht. Den Code hat uns noch keiner verraten, bin ich der Meinung. Zumindest kann natürlich doch sein. Level 3 haben wir auch noch nicht. Wird wahrscheinlich hier irgendwas drinnen stehen, vermute ich mal. Hier ist nichts weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt mal hier reingucken und uns den Code verraten lassen. Bla bla bla. Nein. 7725. Können wir hier drüben eingeben. Alles klar. Na, dann machen wir das doch mal. 725. Mach auf die Hütte. Hm. Ein Waffenlager. Bin ich schwer begeistert von. Was haben wir hier noch? Free Stuff. Machen wir mal 7-2. Wie kriege ich denn die auf? Verstehe ich nicht. Aber wie kriege ich jetzt hier Level Access 3 auf? Ist das auch 7-2-5? Nee. Hm. Muss das nicht hier drinne sein? Ist hier noch irgendwas? Nein. Wir müssen mal gucken. Es könnte sein, dass es irgendwo anders noch steht. Hier, Level 3. 463. Ah, muss einfach nochmal ein bisschen durchklicken. Gut. 463. Rauf die Hütte. Mann, hier sieht es wieder sehr einladend aus. Fick dich doch hier. Nee, 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 so nicht. So, jetzt kommt nur noch El Impo dran, der hier noch irgendwo in der Gegend rumdackelt. Ist er schon. Lass das! Krass, aber hier diese komischen... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Die hier, die Feuerbälle... Nee, das sind El Impos. Die anderen da eben, den ich abgeknallt habe, der so ein bisschen mehr aushält. Delta Labs 3, da kommen wir wahrscheinlich auch zu dem ersten Portal, aus dem diese komischen Viecher hier kommen. Ja, wie dieser Typ heißt, der die immer reanimiert. Oder die Portale öffnen für die Imps. Tja, da haben die Menschen sich wohl ihr eigenes Schippchen geschlagen, haben sich hier so ein Portal geöffnet in die Hölle und jetzt kommen hier die ganzen Kreaturen raus. Vermute ich mal, dass es sich so abgespielt hat. Aber wir werden es jetzt rausfinden in den Delta Labs. Sektor 3. Was dauert denn hier so lange? Hallo? Ist das Spiel jetzt hängen geblieben? Hm. Ja. So, Leute, hier geht's weiter. Ja, es ist tatsächlich hängen geblieben, das Spiel. Ich habe nochmal ganz kurz diesen Freak da eben platt gemacht. Und jetzt geht's hier weiter. Tja, ich habe keine Ahnung, es ist noch nie hängen geblieben, das Spiel. Aber es hat sich gerade mal gedacht. Bleiben wir mal hängen. Daneben. Oh Mann, ey, jetzt lass mich doch mal nachladen hier. Los jetzt, geh drauf, du Affe. So, nochmal abspeichern. Aber einmal hängen bleiben, das ist doch kein Problem, das kriegen wir hin. Solange es jetzt weitergeht. Was? Ich soll die Brücke zerstören? Oh, irgendwer hat anscheinend gerade die Brücke zerstört, wie sich's angehört hat. Na gut. Was haben wir hier noch? Okay. Daneben! Meine Fresse, kommt der von hinten an und macht hier seinen Kung-Fu-Karadesprung. Geht ja mal gar nicht. So, nochmal aufladen und jetzt ist hier wahrscheinlich offen. Okay. El-Imp? El-Imp? Kein Imp? Kein Imp. Na gut. Genau. Erstmal auf die Klos gehen hier. Das ist immer wichtig. Hey. Ein Zombie-Soldat war pissen. Oh Mann. So eine Kacke hier. Geh jetzt drauf, Mann. Okay, jetzt laden wir uns nochmal ein bisschen auf hier. Mein, jetzt kommt er eben. Ich wusste es doch. Irgendwann kommt er da runtergesprungen. So, die Muni nehmen wir noch mit. Und den laden wir uns hier nochmal komplett auf. Na gut, 82. Besser als nichts. So. Okay, hier ist aber nichts weiter. Ist hier noch irgendein Geheimnis? Irgendwas Gutes? Wieder eine Wurst zum Mitnehmen? Nichts. Oh. Sehr schön.
Sowas erwarte ich auch immer auf dem Klo und ich werde nie fündig. Okay. Na, wer quatscht? Irgendwo quatscht er doch. Bitteschön. Guten Flug, mein Bester. Ach shit, ey, diese Granaten, ey, die haben eine Rollphysik. Die ist aber auch jenseits von Gut und Böse. Aber wir haben erwischt. So, jetzt machst du dran. Und seht ihr das, wenn man sich duckt? Na gut, getroffen hat er mich trotzdem, aber nicht so effektiv wie sonst immer. Gib das jetzt her, du blöder Stuhl. Was haben wir denn hier schon? Das Muni. Hört ihr das? Das Gerät macht irgendwelche komischen Fiefgeräusche. Ey, Impo. So wird das nichts mit uns beiden. So wird das nichts. Na gut. Tja, hier wird es wahrscheinlich weitergehen. Komm, spring runter, mein Bester. Alter, der trifft mich aber lange. Oh, er lebt ja immer noch. So, da muss die gute Bazooka wieder ran. Los, mach auf. So, guten Flug. Aber er hat uns gut erwischt hier, der Sack. Ist hier noch irgendwo wer? Krass, wir kriegen richtig geil auf den Sack jetzt hier. So, damit sieht es schon wieder besser aus. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Hamburger haben wir gemacht. Was haben wir denn jetzt gemacht? Egal. Oh oh. Und wer kommt? El Impo. Komm her, El Impo. So, das haben wir aufgemacht wahrscheinlich. Hier geht's nicht lang. Krass, er wollte mir gerade im Ohr rumlutschen, aber irgendwie hat er mich nicht ganz getroffen. Okay, hier geht's rein. Wieder geröntgt, sehr schön. Macht ja nichts. Oh, den kann ich nicht treffen. Den kann ich treffen. Oh, die scheiß Tür geht wieder zu, ey. Ich kann kotzen. Also diese Türen, die sind doch voll für den Arsch hier, echt. Man geht durch und dann sind sie immer wieder zu. So eine fiese Kacke. So, Leute. 386, 387. Gebt mir die Codes. Gebt mir... 836. Alles klar. 836. Zack. Nehmen das alles mit hier. Wie war's jetzt? 38. Ach nee, hä? 836. Ja, so rum. Gerade eingegeben, schon wieder vergessen. Lasst mich in Frieden, lasst mich in Frieden, lasst mich in Frieden, springt rüber und geht drauf. Okay, hier haben wir noch so einen Mega-Kopfhörer. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, hier. Scan for activate pads. Ach, stimmt. Das muss uns ja irgendwo rauslassen, hier, das gute Stück. Wo wollen wir jetzt raus? Pad 1 Main. Pad 2. Balcony. Tja, wo wollen wir hin? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin wollen. Wo kam er da hinten raus? Das muss ja auch irgendeinen Sinn haben. So, schön vor mir spawnen. Hm. Irgend so ein dickes Schlonsonsen hängt uns hier im Weg. Hier geht's nicht weiter. Okay, wo beamen wir uns? Ah, hier ist die Ankunftsplattform, wenn wir uns wieder zurückbeamen. Alles klar, hab's geschnallt. Was ist denn das für eine Station hier? Teleport Station 1. Das ist wahrscheinlich das hier. Und wir müssen zu Pad 2. Na gut, dann heißt es mal rein in die Hütte. Wir speichern ihn ab und dann guten Flutsch durch den Darm. Jeha! So, wo sind wir denn jetzt? Oben drüber sind wir jetzt. Wir sind jetzt einfach oben drüber. Alter Verwalter! Voll auf den Dönitz! Das hätte auch ins Auge gehen können, Mann, deine dämliche Rakete. Okay, aber wir sind auf jeden Fall richtig, es speichert ab. Und nochmal geröntgt, weil es so schön ist. Patience with you is wearing thin.
Muss ich meinen Röntgenpass hier immer dabei haben? Scheiße, Mann. Ja, voll in die Fresse, das reicht auch. Hey, da sind doch welche. Los, latsch rein, Junge. War's das? Es hat mir auf jeden Fall irgendwie umgenietet. Aber das kann man ja mal im Auge behalten hier. Hoppala. El Impo. Mein Freund und Helfer, der El Impo. Diesen Raum hier können wir ein bisschen im Auge behalten. Wenn es mal eng wird, können wir durchaus mal wieder herkommen. Wenn man hier mal nochmal vorbeikommt. Okay. Waren wir hier nicht vorhin? Look around you, Marine. Everyone is dead. Ui! Ja, ich sehe schon, dass hier jeder tot ist. Das musst du mir nicht erzählen. Bitteschön. Oh oh. Irgendwo hinter uns ist noch einer, oder was? Yeah. Ein neuer El-Impo. So. Hier scheint es dicht zu sein. Genau, Security Terminal 2 müssen wir bedienen. Hier kommt man wahrscheinlich rein, irgendwie. Vermutlich werden wir das hier sogar aufmachen können. Hier. Access granted. Jawohl, wieder Adrenalin. Ist immer gut. Uiuiuiui, da will er aber auf den Sack haben. Komm her, Drecksack. Hinter uns, oder was? Wo ist er denn? Lass mich in Frieden. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal die HPs hier einsammeln. Zack, 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 zack. So, dann guck mal da drüben rein. Igitt. Es wird... Oh. Fang mein Bester. Ich wäre weggegangen an deiner Stelle. So, El Impo. Nochmal nachladen, falls hier irgendwer ganz schnell neben uns spawnt. Hier auf dumme Gedanken kommt, das sag mal ein. Aber ansonsten ist hier nur ein Konferenzraum, wie es so aussieht. Und, naja, irgendwelche organischen Wirbelsäulen und... Irgendwas, was mich anknurrt. Aber gut, Leute. Wir speichern ab und gehen das nächste Mal in diese grotesk aussehende Tür. Haut rein, bis dann.